Kampfflugzeuge fliegen genau in der Höhe, in der sich die meisten Vögel bewegen. Stößt ein Kampfjet bei einer Geschwindigkeit von 1000 Kilometern pro Stunde mit einem Storch zusammen, hat der Aufprall eine Wucht von 40 Tonnen. Weltweit gibt es jährlich tausende Zusammenstöße mit militärischen, aber auch zivilen Flugzeugen. Die israelische Luftwaffe verlor in den letzten 30 Jahren mehr Flugzeuge durch Zusammenstöße mit Vögeln als in kriegerischen Auseinandersetzungen. Die F-16 hat nur einen Motor. Wenn ein Vogel hier reintrifft, so wie es bei meinem Absturz der Fall war, explodiert der Motor. Denn der Vogel trifft ihn mit einer Kraft von 25 Tonnen und das Flugzeug ist verloren. Die gleiche Flughöhe verursacht beim Militär so viele Unfälle mit Vögeln, weil die meisten Übungsflüge um 1000 Meter Höhe stattfinden. Die Luftwaffenbasis Ramat David im Norden Israels. Bis in die 90er Jahre hielt Israel Zahlen über Zusammenstöße mit Vögeln streng geheim. Eine der schlagkräftigsten Luftwaffen der Welt. Hilflos gegenüber Vögeln. Wir starteten von einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels, um Tiefflüge zu trainieren. Plötzlich sah ich einen großen Vogel, der direkt auf mich zuflog. Er traf direkt den Motor des Flugzeugs. Ich hörte eine schwere Explosion und verlor sofort die Kontrolle über das Flugzeug. Der Vogel zerstörte Teile des Triebwerks und Treibstoff und Öl explodierten. Das Flugzeug wurde steil nach oben gerissen und ich verlor beinahe mein Bewusstsein. Ich hatte einen Blackout. Ich sah nur noch schwarz vor mir und mir war klar, dass ich sofort aus der Maschine raus musste. Einige Sekunden später oder einen Bruchteil einer Sekunde später hatte ich den sogenannten Tunnelblick. Ich sah den Griff für den Schleudersitz wie durch einen Tunnel. Alles andere darum war immer noch schwarz. Es gelang mir, den Griff mit meiner rechten Hand zu ziehen und ich wurde aus dem Flugzeug geschleudert. Das Flugzeug stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Vogel innerhalb von 5 Sekunden ab. Ich konnte mich nach 2 oder 3 Sekunden hinaus katapultieren. Colonel Rami Ben Ephraim überlebte. Schwer verletzt wurde er in der Wüste Negev geborgen. Das Video einer US-Militärmaschine, aufgezeichnet von der Bordkamera. Kurz nach dem Start trifft ein Vogel, rot umrandet, das Flugzeug. Der Pilot meldet den Verlust des Triebwerks. Eine Notlandung wird versucht. Zu spät. Das Kommando: Eject, eject. In letzter Sekunde kann sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten. Vogelschlag, wie Experten den Zusammenstoß von Flugzeugen mit Vögeln nennen, ist auch in der zivilen Luftfahrt ein Problem. Wie hier am Hamburger Flughafen. Hinter den Kulissen setzen Experten alles daran, dass es für die Passagiere nicht zu einer Gefährdung kommt. Piloten stellen häufig erst nach der Landung einen Zusammenprall mit Vögeln fest.
wenn sie Gefiederreste am Flugzeug entdecken. Das offene Flughafengelände ist für viele Vogelarten ein idealer Lebensraum. An den Lärm der Flugzeuge gewöhnen sie sich schnell. In Hamburg kommt erschwerend die Küstennähe hinzu. Der Flughafen hat daher speziell ausgebildetes Personal, um die Vögel zu vertreiben. Ja, Kontrollwagen in Lima 05 wäre jetzt bereit für die Pistenkontrolle. Ja, so, die können rauf, abfahren, vorm Kreuz halten. Jürgen Vogt fährt mit Vollgas über die Landebahn. Vögel wurden in Pistennähe gesichtet. Jetzt muss es schnell gehen, gleich landen die nächsten Flugzeuge. Mit Schreckschüssen vertreibt er die Vögel. Mehrmals täglich ist er im Einsatz. Bei Sturm, was jetzt sich so ein bisschen anbraut, das Wetter ist jetzt wie gesagt mit Möwen, dann flüchten die von der Nordsee oder Ostsee, kommen dann hierher und suchen weite Flächen. Und da haben wir dann mehr. So wie Sturm ist, kann man sagen, haben wir sehr viel mit Möwen zu tun. Und dann die berüchtigten Frühjahr und Herbst, wenn die Zugvögel wieder das Land bevölkern oder es wieder verlassen, dann haben wir auch dementsprechend noch mit Zugvögel, Gänse, Schwäne, die sitzen einfach hier und sind so erschöpft. Die sitzen mitten auf der Bahn und da geht nichts mehr. Ne? In Deutschland kommt es im Jahr zu 1500 Vogelschlägen. Bei den Krähen haben wir, wenn wir Vogelschläge haben, haben wir meistens Jungvögel, die jetzt brüten, die jetzt noch nicht so firm sind, wie man sagt, und die dann doch irgendwie mal erwischt werden. Aber Altvögel kaum. Überwiegend haben wir mit Tauben, mit Möwen und auch mit, leider muss man sagen, Greifvögeln zu tun. Bei Greifvögeln ist es leider so, dass sie kaum getroffen werden, sondern die sehen die Gefahr, fliegen erstmal weg, gehen aber gleich hinter das Hindernis, das heißt Flugzeug, und werden dann durch den aufsteigenden Wirbelschleppen, wenn sie quasi einmal um die Achse gedreht und fallen meistens mit dem Genickbruch runter. Zweimal am Tag muss Jürgen Vogt deshalb die Bahn auch nach Tierkadavern absuchen. Sein Kollege Markus Musser ist am Flughafen für den Vogelschlag und die ökologische Beschaffenheit des Geländes verantwortlich. Kadaver auf der Piste locken andere Tiere an, die ihrerseits Flugzeuge gefährden können. An diesem Morgen kontrolliert Markus Musser den Vogelbestand auf dem Gelände. Sichtet er zu viele Greifvögel, muss er etwas unternehmen. Zu viel Beute auf den Rasenflächen lockt sie an. Meist ein Indiz dafür, dass sich Mäuse stark vermehrt haben. Markus Musser kennt dieses komplexe Zusammenspiel sehr genau. Unterschiedliche Faktoren können eine plötzliche Zunahme bestimmter Vogelarten verursachen. Er stellt Mausefallen auf. Die Mäuse werden allerdings nur gefangen, um einen Überblick über ihre Anzahl zu erhalten. Sind es zu viele, wird Gift eingesetzt. Wir möchten damit das Nahrungsangebot gerade für die auf Mäuse spezialisierten Beutegreifer nochmals technisch verringern. Das betrifft gerade die Vögel wie Mäusebussard, Turmfalke, aber auch die Sturmmöwe. Um Zusammenstöße mit Vögeln zu verhindern, verändert er den Flughafen so, dass er für die Vögel nicht mehr attraktiv ist. Diese Becken fangen das Regenwasser von den Startbahnen auf. An sich ein idealer Tummelplatz für Wasservögel. Markus Musser hat sie mit Netzen bespannt. Das hält jetzt die Tiere fern. Doch wenige Meter weiter haben die Vögel ihren natürlichen Lebensraum. Ein Zaun hält sie nicht von den Pisten fern. Außerhalb vom Flughafenzaun können wir eigentlich nur auf Prävention, auf die Mitarbeit der Bevölkerung setzen. Da ist es vornehmlich die Aufklärung, die wir da betreiben können. Aber jetzt natürlich Fließgewässer bespannen und ähnliche Sachen, das können wir nicht. Das ist die Besonderheit in Hamburg, dass wir außerhalb große Bereiche haben mit Gehölzbestand, Gewässern und, wo wir nicht unmittelbar darauf einwirken können. Der Hamburger Flughafen zählt jährlich etwa 30 Vogelschläge.
2005 geriet eine Maschine beim Anflug in einen Gänseschwarm. Der verursachte Schäden am Flugzeug. Verletzt wurde niemand. Diese Archivfotos zeigen, wie schwer Flugzeuge durch Vögel beschädigt werden können. 1998 stieß dieser russische Antonov kurz nach dem Start mit Vögeln zusammen und stürzte ab. Glück im Unglück, es gab nur einen Verletzten. In Stuttgart, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wird geforscht, wie sich Flugzeugbauteile beim Aufprall von Vögeln verhalten. Gleichzeitig werden neue Materialien entwickelt, die so einem Aufprall besser standhalten. Ein Riesenthema für die Luftfahrtindustrie. Flugzeuge werden immer größer, gleichzeitig immer leichter, um Treibstoff zu sparen. Die Bauteile müssen immer größere Belastungen aushalten. Hier wurde ein spezielles Verfahren entwickelt, um Vogelschlag zu simulieren. Aus gewöhnlicher Speisegelatine wird eine Form gegossen, die in Gewicht und Konsistenz einem echten Vogel ähnelt. Dieser sogenannte Gelatinevogel wird in eine Gasdruckkanone geladen und mit ungeheurer Wucht auf Flugzeugbauteile geschossen. Die Forscher entwickeln so neue Verbundstoffe, die einem Aufprall durch Vögel besser standhalten. Die Arbeit kann Schäden in Millionenhöhe verhindern und sogar Menschenleben retten. Die Dehnung auf allen Seiten gleich, die in eurer Rechnung ja auch entsprechend. Was ist die Schätzung, wie viel Schaden würden wir sein mit deinem Vogel? Mit der Masse, die ihr da vorgesehen habt, Durchschlag. 12 Meter lang ist das Rohr der Gasdruckkanone. Mit 200 Metern pro Sekunde schießt der Gelatinevogel auf eine Metallplatte. Dabei verhält er sich so wie ein richtiger Vogel beim Aufprall auf ein Flugzeug. Die Wissenschaftler entwickeln mit solchen Tests Computersimulationen, um das Materialverhalten bei einem Aufprall besser zu verstehen und zu optimieren. Das zum Beispiel ist ein Glasfaserverbundstoff, der äußerst widerstandsfähig ist. Bei einem Test mit einem starken Aufprall, 200 Meter pro Sekunde und 30 Gramm Gelatin, gab es nur Beschädigungen, aber keinen Durchschlag. Im markierten Bereich wurden Verklebungen beschädigt, also die Materialschichten haben sich dort verschoben. Aber die Gesamtstruktur blieb erhalten. Das ist ein Beispiel, wie wir Materialstrukturen verbessern, indem wir den Kern verstärken. Diesen gefalteten Verbundstoff haben wir zusammen mit der Stuttgarter Universität entwickelt. Diese Materialentwicklung ist von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Jährlich verursachen Vogelschläge weltweit einen Schaden von $3 Milliarden. Vögel lebten bereits auf der Erde, lange bevor der Mensch seinen Fuß darauf setzte. Die Entwicklungen der modernen Welt nehmen auf solche älteren Rechte keine Rücksicht. Der Himmel lässt sich nicht aufteilen und es muss nach einer Koexistenz gesucht werden. Das musste auch die israelische Luftwaffe lernen. Bis 1984 verloren wir alle 2 Jahre ein Flugzeug. Das war ein sehr hoher Preis, den wir bezahlten. Und ich glaube, wir wussten einfach nicht, wie groß das Problem ist. Geheime Tests von damals zeigen drastisch, wie schutzlos Flugzeuge und Piloten waren. Eine Lösung hatte keiner. Yossi Leshem ist Ornithologe an der Universität von Tel Aviv. Ein Pionier der Vogelzugforschung. Die israelische Luftwaffe rief ihn zu Hilfe. Mit einem Leichtflugzeug begleitete er die riesigen Vogelschwärme auf ihrer Reise.
4 Jahre lang flog er unzählige Stunden und entschlüsselte so die Geheimnisse der Frühjahrs- und Herbstvogelzüge. Denn besonders in diesen Zeiten hatte die Luftwaffe ständig schwere Unfälle. Meine Idee war es, den Vögeln während des Frühjahrszugs, wenn sie morgens losflogen, von der ägyptischen Grenze bis hinauf zur Grenze mit Libanon und Syrien zu folgen. Hauptsächlich wollte ich die genauen Flugrouten feststellen und die Höhe der Thermiken, denn sie brauchen ja die warme Luft der Thermiken. Später sollte dann die Luftwaffe exakte Karten bekommen. »240 Tage war Yossi Leshem mit den Vögeln über Israel unterwegs. Sein Rekord waren 11,5 Stunden nonstop in der Luft. Die Forschungsergebnisse waren eine Sensation. Vögel, die Tausende von Kilometern zurücklegten, flogen jedes Jahr wieder genau in denselben Höhen, über dieselben Gebiete, wie auf einer unsichtbaren Autobahn. Das System des Vogelzugs ist sehr präzise. Sie können genau navigieren und kommen immer an die gleichen Orte. Auch während der Migration landen sie in Israel, Palästina oder Ägypten immer an den gleichen Stellen. Und die Zeiten sind sehr exakt. Plötzlich sahen wir, dass sie fast immer am selben Tag kamen. Das ist sehr wichtig für die Luftwaffe. Yossi Leshems Studien machten zum ersten Mal deutlich, welche Vogelmassen Israel überquerten. Kein Wunder, dass da der Luftraum eng wird. Israel ist ein sehr kleines Land, nur 23.000 Quadratkilometer. Aber es liegt an der Kreuzung dreier Kontinente. Zweimal im Jahr sind wir wie ein Flaschenhals. Viele Vögel vermeiden es, das Mittelmeer zu überqueren, da sie dort nicht die tragenden Luftmassen haben. Daher fliegen sie über Israel und wir haben zweimal im Jahr 500 Millionen Vögel, also insgesamt 1 Milliarde. Für Zugvögel ist Israel ein wichtiger Rastplatz. Das fruchtbare Jordantal bietet Nahrung auf dem langen Weg über Wüsten und Trockenzonen. Im Frühjahr in die Brutgebiete nach Europa und Asien und im Herbst zurück nach Afrika, in die Winterquartiere. Riesige Fischzuchten sind die wirtschaftliche Grundlage zahlreicher Kibbuze in dem langgestreckten Tal. Sie bieten eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan der Vögel. Für einige ein verhängnisvoller Leckerbissen. Viele Teiche sind mit Netzen abgehängt, in denen sich Fischreiher und andere Vögel verfangen. Vogelfreunde unterhalten in ganz Israel Beobachtungsstationen und kümmern sich auch um verletzte Tiere. Dieser Seeadler geriet in eines der Netze und war völlig erschöpft, als man ihn fand. Mit ein wenig Wasser wird das verängstigte Tier gestärkt. Später soll ein Tierarzt die Flügel untersuchen. Während der Zugzeiten drängen sich mehr als 500 Vogelarten über Israel. In Jerusalem, im Park des israelischen Parlaments, steht die wichtigste Beringungsstation des Landes. Alle 30 Minuten werden diese Netze kontrolliert und die Vögel eingesammelt. 10.000 Vögel werden hier pro Jahr gefangen. Anschließend werden sie beringt. So können Ornithologen in anderen Ländern den Migrationsweg der Vögel zurückverfolgen. Sind die Tiere zu erschöpft oder haben nicht genug Fettreserven, bleiben sie einige Tage hier und werden aufgepäppelt.
Für alle anderen geht es gleich wieder zurück auf die lange Reise. Einige von ihnen kommen im nächsten Jahr wieder. Manchmal geraten sie sogar am selben Tag wie im Vorjahr ins Netz. Yossi Leshem unterwegs mit Studenten der Universität von Tel Aviv. Der Ornithologieprofessor begeistert sie für sein Lebenswerk, das Miteinander von Menschen und Vögeln. Mit den allseits bekannten Methoden versucht die israelische Luftwaffe, die Vögel zu vertreiben. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Die Tiere haben schnell verstanden, dass dies keine wirkliche Gefahr bedeutet und kommen bald wieder. Angesichts der Abstürze durch Vogelschläge ist man auf den Militärflughäfen vorsichtig geworden. Ständig wird das Gelände kontrolliert. Ein Vogel befindet sich auf der Startbahn. Sofort werden die Starts mehrerer Flugzeuge verschoben. Nach dem mäßigen Erfolg mit Schreckschusspatronen kommt jetzt ein Border Collie zum Einsatz. Vor ihm haben die Vögel schon mehr Respekt. Seine Ausbildung erhielt er in den USA. Dort setzt man schon seit langem auf Border Collies, um Vögel zu vertreiben. Die israelische Luftwaffe hat mittlerweile auf jedem ihrer Stützpunkte eine eigene kleine Hundestaffel. Dass solche Maßnahmen ständig der aktuellen Situation angepasst werden müssen, weiß niemand besser als Yossi Leshem. Und wenn es Probleme gibt, wird er gerufen. In der Biologie muss man von verschiedenen Seiten kommen. Man muss die Nester finden und entfernen. Man kann schießen und anderen Lärm produzieren, aber letztlich kommen sie immer wieder. Soweit wir das sehen, sind die Hunde auf den Luftwaffenstützpunkten am effektivsten. Dank seiner bahnbrechenden Studien hat die Luftwaffe exakte Karten und die Piloten wissen, wo sich die Vögel in der Luft aufhalten. Die Zahl der Zusammenstöße in der israelischen Luftwaffe wurde um 76% verringert. Dadurch sparten sie 30 Millionen Dollar im Jahr im Vergleich mit den Kollisionen, die sie vorher hatten. Und natürlich sorgt sich die Luftwaffe auch um das Leben der Piloten, aber es geht auch um das Leben der Vögel. Wir wollen ein Miteinander. Schließlich gab es in den letzten 30 Jahren 5000 Zusammenstöße mit Vögeln. Für die israelische Luftwaffe ist er ein unentbehrlicher Berater. Der Kommandant von Ramat David ist seit seinem eigenen Absturz äußerst sensibel für die Gefahren. Gerade ist Hochsaison für Störche und Bussarde. Yossi Leshem erklärt deren genaue Flugroute. Wir müssen unsere Piloten anweisen, höher zu fliegen. Und es gibt auch Beschränkungen bezüglich der Geschwindigkeit. In manchen Gegenden fliegen wir langsamer. Dadurch verringert sich das Risiko, mit einem Vogel zusammenzustoßen. Und wenn es einen Zusammenprall gibt, ist so die Gefahr geringer, das Flugzeug zu verlieren. Zwischen Tel Aviv und Jerusalem steht dieser alte russische Wetterradar. Trümmer eines durch Vogelschlag abgestürzten Kampfjets sind die makabre Dekoration für Yossi Leshems wichtigstes Projekt. Er beschaffte diesen Radar und ließ ihn umbauen. Jetzt können damit auch Vögel erfasst werden. Mit Hilfe der Vogelzugkarten und der Radarverfolgung lassen sich die Vögel exakt orten. Das Radar kann Vogelschwärme bis zu 90 Kilometer nördlich und südlich erfassen. So können wir die Vögel sehen und die Informationen auf eine Internetseite geben. Von dort gehen sie direkt an das Hauptquartier der Luftwaffe. Sein Traum ist ein grenzübergreifendes Radarsystem zusammen mit den arabischen Nachbarn.
So könnte man Informationen über nahende Vogelschwärme austauschen und mehr Sicherheit für Flugzeuge und Vögel schaffen. Die Störche fliegen weiter. Manche von ihnen vom südlichen Afrika bis hinauf ins Baltikum. Andere landen in Norddeutschland, im bekannten Storchendorf Bergenhusen. Im Frühjahr wird gebrütet. Nachzügler richten eilig ihre Nester her. Bis zu 14 Paare brüten hier jedes Jahr. Eine gute Nachricht: Die Storchenpopulation hat weltweit wieder zugenommen. Die Nordseeküste mit ihrem riesigen Wattenmeer-Nationalpark. Ein Paradies für Vögel. Wie sich die Knutschschwärme so meisterhaft koordinieren, ist immer noch ein Rätsel. Die scheuen Vögel fliegen bis zu 25.000 Kilometer von Südafrika bis nach Sibirien. Aber nicht nur Vogelliebhaber beobachten dieses Schauspiel aufmerksam. Die Bundeswehr hat ein eigenes Radarzentrum nur zur Vogelerfassung. Die Computeranimation zeigt in Echtzeit die Position riesiger Vogelschwärme. Sofort gehen Warnungen über Vogelschlagrisiken raus, sogenannte Bird Tams. In Räumen, wo eben sehr starke Vogelzüge momentan erfasst werden, wird von unserem Dienst ein Flugverbot herausgegeben, das also für die fliegenden Kameraden draußen gewisse Flugeinschränkungen mit sich bringt. Das heißt, sie sind gehalten, solche Gebiete zu meiden, wo also große Vogelkonzentrationen, Tausende, Millionen von Vögeln gerade im Luftraum unterwegs sind. Tornado-Flugzeuge auf einem Übungsflug über Norddeutschland. Die Flughöhe bewegt sich meist um 1000 Meter. Genau das Höhenband, in dem sich die meisten Vögel aufhalten. Im ungünstigsten Fall könnte bereits eine Amsel schwere Schäden an den Maschinen anrichten. Der Flughafen Schleswig-Jagel liegt nur wenige Flugminuten von Nord- und Ostsee entfernt. Für die Tornado-Besatzungen sind die Bird-Tams mit den Flugeinschränkungen äußerst wichtig, um ihre Übungsflüge zu planen. Also nicht im Bereich des Platzes oder auch in der georeffischen Vorstellung? Also die auf dem Schirm stehen, da war das, was uns effektiert, halt hier über dem Platz, ansonsten nördlich. Und ich denke, dass sich die Bird-Tams-Situation und die Vogelschlagsituation in den nächsten Monaten dann doch deutlich entschärfen dürfte oder entschärfen sollte. Allerdings dann mit Aufnahme des Herbstvogelfluges, lass mich das mal so sagen, wird es natürlich dann wieder intensiv. An diesem Morgen herrschen im Norden Schleswig-Holsteins Flugeinschränkungen. Heinrich Weitz sorgt auch dafür, dass die Flughäfen der Bundeswehr durch ein sogenanntes Biotopmanagement so verändert werden, dass problematische Vogelarten sie meiden. Rasenflächen werden verdichtet, um das Nahrungsangebot für Vögel zu verringern. Die meisten Vogelarten, mit denen wir es zu tun haben, unter Vogelschlaggesichtspunkten, sind Vögel der offenen Landschaft. Kibitze, Stare, Möwen, ja, die eben eine kurzrasige Vegetation bevorzugen. Wir sind natürlich jetzt im Frühjahrsaspekt, das heißt, das Gras ist noch relativ kurz, aber im Laufe des Sommers lassen wir es sehr lang aufwachsen, um eben diesen Arten, die uns Probleme machen, den Lebensraum, ja, ich möchte fast sagen, zu verleiden. Sie mögen kein langes Gras, weil darin die Fortbewegung eingeschränkt ist, die Nahrungssuche ist beeinträchtigt und auch der für diese Arten so wichtige Sozialkontakt, das heißt, man sieht sich nicht mehr, dieser Sozialkontakt ist nicht gewährleistet.
Das Biotopmanagement hat in Schleswig-Jagel großen Erfolg. Es gibt kaum Vögel auf dem riesigen Gelände. Heinrich Weitz begutachtet eine Rasenfläche am Rand der Landebahn. Hier stand im letzten Jahr noch Wasser, was Vögel anlockte. Die Fläche wurde aufgefüllt. Eine einfache, aber effektive Maßnahme. Auch die Hecken wurden aufgrund seiner Empfehlung angelegt. Das offene Flugfeld wird dadurch unterteilt. Vögel meiden diesen Bereich, denn dort könnten sich natürliche Feinde verstecken. Ich betrachte dann den Flugplatz mit den Augen eines Vogels und sage, wo wird es mir gefallen, wo könnte es interessant für mich sein. Ja, das ist also im Grunde die Vorgehensweise, die Herangehensweise, einfach zu fragen, welche attraktiven Lebensräume sind hier, die eben attraktiv sind für solche Arten, die uns ein Problem darstellen. Die Luftwaffenpiloten sind im Frühjahr und Herbst besonders aufmerksam. Dann liegt Norddeutschland auf der Migrationsroute vieler Zugvögel aus Osteuropa und Skandinavien. Da steigt auch für die Piloten das Risiko. Oft laufen Zwischenfälle glimpflich ab. Doch es ist reiner Zufall, wo der Vogel auftrifft. Der letzte schwere Zwischenfall der Luftwaffe geschah im November 2001. Ein Tornado stieß über dem holländischen Wattenmeer mit Trottellummen zusammen. Beide Triebwerke fielen aus. Pilot und Co-Pilot konnten sich im letzten Augenblick mit dem Schleudersitz retten und wurden leicht verletzt. Die Trottellumme ist gerade einmal 1 Kilo schwer. Doch je schneller die Flugzeuge fliegen, umso heftiger ist der Aufprall. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre wurde das Vogel oder das Thema Vogelschlag zum ersten Mal zum Problem. Einfach vor dem Hintergrund, die Flugzeuge wurden schneller, es wurden Düsentriebwerke eingeführt und mit dieser Schnelligkeit hatte der Vogel weniger Zeit zum Ausweichen, wie auch der Pilot weniger Möglichkeit, erkannten Vogelschwärmen auszuweichen. In Traben-Trarbach an der Mosel laufen nicht nur die Radardaten der Vogelzüge zusammen. Kommt es zu Vogelschlägen, werden hier die Gefiederreste analysiert. Zwischenfälle eingegangen. Und zwar die Kameraden in Schleswig-Jagel hatten zwei Zwischenfälle gehabt mit Vögeln. Das, was sie uns schicken, einmal, das dürfte relativ einfach zu bestimmen sein. Oh ja, das ist viel. Da ist viel übrig geblieben, aber hier ist also nur gefisselt. Das heißt, sie muss wahrscheinlich wieder zur Art Bestimmung das Mikroskop. Mikroskop, ja. Wie gehabt dann, ne? Okay, das wird erledigt. In diesem Labor der Bundeswehr werden Gefiederreste von allen Vögeln untersucht, die mit Flugzeugen der Luftwaffe zusammenstoßen. Diese Vogelrestanalyse gibt uns einfach Hinweise darauf, auf die einzelnen Flugplätze vorkommenden Vogelarten. Das ist zum Beispiel ein Turmfalke von Schleswig-Jagel, der also hier ins Triebwerk einer Maschine geraten ist. Über die Analyse der Federreste und über das Aufkommen oder das Schwergewicht der Aufkommen bestimmter Arten wissen wir also noch, wo wir unser Biotopmanagement verbessern müssen und dass eben der Lebensraum für diese Arten genommen wird auf den Flugplätzen. Bodenproben aus Afghanistan. Seit die Bundeswehr international im Einsatz ist, entstehen ganz neue Probleme. Diese Analyse gibt Aufschluss über das Nahrungsangebot der Vögel. Damit weiß man zumindest, welche Vögel vorkommen und kann gezielt gegen sie vorgehen. Maßnahmen wie Biotopmanagement sind im Ausland kaum realisierbar. Der Flughafen von Barcelona ist eine der wichtigsten Drehscheiben im südeuropäischen Flugverkehr mit 27 Millionen Fluggästen pro Jahr, ein Großteil davon Urlauber. Die wenigsten wissen, dass der Flughafen von einem ausgedehnten Vogelschutzgebiet umgeben ist. In Sichtweite der neuen Landebahn liegen zahlreiche Biotope, in denen sich Enten tummeln. Für die Verantwortlichen eine Herausforderung.
Das Problem mit den Vögeln am Flughafen Barcelona ist sehr kompliziert, denn er liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. Außerdem sind unsere Probleme sehr von den Jahreszeiten abhängig. Wir haben es hier mit vielen Zugvögeln zu tun, die im Sommer und im Herbst kommen. Jede Jahreszeit birgt daher eigene Schwierigkeiten. Auf sie vertraut man hier. 80 Falken, die 3 bis 5 Monate trainiert worden sind. 3 Teams von Falknern sind täglich mit ihren Tieren unterwegs. Jeden Morgen werden andere Tiere ausgewählt, um sie gerade in den heißen Sommermonaten nicht zu überanstrengen. Zunächst geht es auf die Waage. Ein Falke, der zu leicht ist, wird an diesem Tag nicht eingesetzt. Der Einsatz von Falken zur Abschreckung von Vögeln ist das wirkungsvollste Mittel, das es derzeit gibt. Die Angst der meisten Vögel vor einem natürlichen Feind kann nicht durch Techniken oder Tricks der Menschen ersetzt werden. Der Einsatz von Falken in bestimmten Zonen führt eindeutig dazu, andere Vögel von dort zu vertreiben. Wir erziehen sozusagen diese Vögel mit natürlichen Mitteln dazu, sich nicht in diesem Gebiet aufzuhalten. Ein Team von Falknern ist auch außerhalb des Flughafengeländes im Einsatz. Die beiden anderen Teams kontrollieren von früh bis spät den Pistenbereich. Das ist ein Sender, der dem Falken am Bein befestigt wird. Damit können wir ihn lokalisieren, falls er verloren geht. Größere Falken wie dieser vertreiben Möwen und Pelikane, die für Flugzeuge besonders gefährlich werden können. Kleine Jagdfalken verscheuchen die kleineren Vögel. »20 Minuten am Stück ist jeder Falke maximal im Einsatz. Der Erfolg ist erstaunlich. Trotz der benachbarten Vogelschutzgebiete ist das gesamte Flughafengelände nahezu frei von Vögeln.« Der Falke, ein natürlicher Feind vieler anderer Vogelarten, leistet ganze Arbeit. Noch nicht einmal 100 Meter vom Flughafenzaun entfernt, der Mittelmeerstrand. Hier tummeln sich zu Hochzeiten Tausende von Möwen. Die Falken halten sie vom Flughafengelände fern. Bei Regen und in der Dämmerung können die Falken nicht eingesetzt werden. Dann hilft dieses Gerät. Es sendet Panikschreie von Vogelarten aus, mit denen es Probleme gibt. Die Gelbschnabelmöwe überflog ständig den Flughafen. Die Stockente lebte und nistete hier zu tausenden Exemplaren während des ganzen Jahres. Die Gelbschnabelmöwen konnten wir mit Hilfe der Falken so erziehen, dass sie den Flughafen vermeiden. Sie fliegen jetzt am Meer entlang oder weit hinter den Terminals. Die Stockenten konnten wir völlig vertreiben. Mit den Falken hat man in Barcelona eine perfekte Lösung gegen die Gefahr des Vogelschlags gefunden. In Israel ist allein wegen der riesigen Menge von Vögeln größerer Erfindungsreichtum gefordert. Beinahe täglich ist Yossi Leshem in ganz Israel unterwegs. Immer im Einsatz für die Vögel und die Flugsicherheit.
Er kennt jeden und jeder kennt ihn. Ein sehr ausgeklügeltes System seit 20 Jahren. Niemand hat alle diese Informationen. Auf einem Feld an der Autobahn zwischen Jerusalem und Tel Aviv ist er mit Mitarbeitern der größten israelischen Rüstungsfirma verabredet. Diese Drohne wird normalerweise zur militärischen Aufklärung eingesetzt. Yossi Leshem kontaktierte die Rüstungsfirma. Nach langen Verhandlungen erklärte man sich bereit, ihm die Drohne vorzuführen. Sie wurde umgebaut und soll zum ersten Mal zur Vertreibung von Vögeln ausprobiert werden. Häufig sind es unkonventionelle Ideen, die Yossi Leshem zum Erfolg führen. Für die Armee werden solche Drohnen vollgepackt mit Hightech. Jetzt ist eine simple, ferngesteuerte Hupe eingebaut. Was wie ein Spielzeug aussieht, könnte bald auf allen israelischen Flughäfen stationiert werden. Das ist dieselbe Geschichte wie der Hund, bloß mit einer Batterie. Der Hund ist ja nur am Boden. Wenn also Störche an einem Luftwaffenstützpunkt nicht landen, kann er nichts ausrichten. Das hier funktioniert so leicht. Ich habe keinen Zweifel, dass man es sofort einsetzen kann. Vogelschlag ist ein weltweites Phänomen. Eine Patentlösung wird es nie geben. Denn der Menschheitstraum vom Fliegen führt unweigerlich zu Konflikten mit denen, die die älteren Rechte am Himmel haben. Man kann die Bauweise von Flugzeugen verändern. Aber je schneller sie fliegen, umso schwerwiegender sind die Folgen beim Zusammenstoß mit Vögeln. Unwissenheit hat in der Vergangenheit Opfer gefordert. Aufwendige Forschungen haben inzwischen viele Geheimnisse des Vogelzugs gelüftet. Der Luftraum ist sicherer geworden.